Hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Survival Mode. So, nach unserem siebenstündigen Special, den Gedöns, hatte ich den geplündert? Ich glaube ja, ja. Hat auf jeden Fall nichts Interessantes. Und mal gucken, was uns hier drinnen jetzt alles erwartet. Das ist... Ach, genau. Da kamen wir. Da hatte ich auch schon mal geguckt. Mal hier weiter gucken. Mal hier noch irgendwas finden. Ich glaube, hier drin war ich auch schon, ne? So, Tor mal aufschließen. Sofern es mich lässt. Ich wieder nicht tausende von Dietrichen verbrauchen muss. Für nichts und wieder nichts. Na gut. Haben wir denn hier drin? Aha. Naja. War jetzt nicht wirklich sehr berauschend, aber egal. Weiter geht's. Mal gespannt hier drin. Ich mag diese Zwergenruinen ja eigentlich so vom rein optischen her, allerdings sind die teilweise so beschissen. So, den ersten Befallenen. Aha. Mit mir nicht, meine Freunde, mit mir nicht. Das ist die einzigen drei hier drin. Also ich meine jetzt nicht generell hier drin, sondern hier in dem Raum. Was ist denn los, Frau? Ach, die hat den wieder in der Hand. Also deswegen läuft sie langsam. Gut. Da kommt auch irgendein scheiß Dampf raus. Brauche ich mich auch nicht weiter drum kümmern. Also was ich vorhin eigentlich sagen wollte, dieses Rätsel hier drin sind so beschissen. Das hatte ich gemeint. So optisch ist das ja schon recht schick. Und die Rätsel sind halt, ja, ich sag mal gewöhnungsbedürftig. Ja, komm her, Freundin. Ups. Spuckt die mich hier wieder an? Noch einer. Weg mit dir. Was ist das hier für ein Ding? Teil von irgendeinem Mechanismus. Ja, ist auch nichts Interessantes. Da ist was und da geht's auch noch hoch. Was haben wir hier hinten? Ah, da läuft noch einer. Der hat uns noch gar nicht bemerkt. Oh, fortgeschrittene Brautfäule habe ich. Hui. Was auch immer das für eine Krankheit sein soll. Ich habe noch nie was davon gehört. Was war das? Ja, was war das? Ich war das. Wo bist du? Er hat mich gehört, er sucht mich. Da unten. Ups. Ey, sag mal. Na, geht doch. Ich weiß nur jetzt nicht, ob ich den erschossen habe oder sie. Keine Ahnung. Ist auch egal. Hauptsache, er ist weg. Das ist wieder eine Truhe. Ah, gut. Ist noch so irgendwas? Nein.
Na, sonst auch nichts mehr. Okay. Was haben wir denn hier? Das wäre so ein Mechanismus. Da steht einer. Oder? Sieht das nur so aus? Ne, sieht nur so aus. Wieso leuchten die Dinger jetzt hier? Die anderen haben nicht geleuchtet. Erstmal hier runter, nochmal da. Eine Truhe, die an der Wand hängt. So, was haben wir hier? Sind irgendwo welche? Ja, ich schleiche extra so durch die Gegend. Ich weiß ja nie, was hier gleich um die Ecke gesprungen kommt. Eventuell. Wow, genau so was meinte ich hier. Oh ja. Ich Bolzen brauche ich nicht, Zahnrad könnte auch behalten, das nicht mit. Ja. Immer schön vorsichtig durch diese Krypten hier. Wow. Okay. Ich habe die nicht getötet. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Vielleicht sind sie dem Ding hier zu nahe gekommen. Ich weiß es nicht. Wow, okay. Hat noch meine Begleiterin getroffen. Nicht so schlimm. Kuckuck. Ja, komm her, du. Ups. Ui. Die hält ein bisschen mehr aus. Aber trotzdem nicht genug. Aha. Mal ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viele Pfeile mitnehme. Da geht's weiter. Hier noch irgendwas. Eine Bonk, was steht da? Ah, starkes Gift der Magiker. So, mehr braucht nicht. Auch gut. Ich muss mal wieder was essen. Ja, du kannst keine Questgegenstände essen. Manu. Gebratener Fasan. Immer noch. Ist aber immer noch hungrig. Ziegenbein noch. Immer noch leicht hungrig. Machen wir mal hier so ein paar Kleinigkeiten. Na, jetzt. Gut. Mal hier. Aha. Was?
genug. Sir! Genug! Das reicht! Ich kann euch nicht besiegen! Was fällt dir früher auf? Ist da jemand? Danke, Raya. Was sind das hier für Dinger? Was haben wir hier? Ah ja, ist klar, weil jetzt, wo ich keine Betten mehr brauche, sind hier natürlich Tausende davon. Im letzten Mal habe ich sie gesucht, wie blöd. Joa. Na gut. Da sollte es nichts. Da liegt irgendein Schreiben. Notiz eines Befallenen. Orchendor ist zum Eodrot-Wemmer-Maschinen, ihm dabei helfen können, mit unserem verdorbenen Fürsten zu sprechen. Aha. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich da hinkomme. Naja, einfach der Nase nach, wenn wir schon finden. Ist hier noch irgendwas? Oh, hi! Ja, springt da wieder so eine scheiß Spinne raus. Was geht da hier? Was war das? Ah! Drei Spinnen. Ich glaube, die spinnen, diese Spinnen hier. Eine lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Aber die haben wenigstens schön viele von den Amethysten und so weiter. Äußerst praktisch. Warum ist noch eine Tür? Ich gehe erstmal hier rein, gucken, was hier noch ist. Ist da jemand? Ja, die halten ja zum Glück nicht allzu viel aus. Ist hier hinten nichts mehr, okay. Da ist auch noch eine Tür. Ich gehe erstmal durch die da hinten, durch die obere Tür. Weil mir scheint es irgendwie so, als würde es hier weitergehen. Mich natürlich auch täuschen, ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren. Bardams oberer Bereich. Okay, da geht's dann wohl doch weiter. Also doch erst nochmal nach hier hinten, auch gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich in den oberen Bereich muss oder nicht. Ach, da geht's auch in den oberen Bereich, alles klar. Weil diese Giftbrühe hier. Das Questzeichen zeigt mir aber eigentlich, dass ich hier falsch bin. Wow. Ist da jemand? Was ja. War das?
Weg mit dir und ups, dir auch. Lecker. Komm her. Kein Zielwasser getrunken heute, moin. Komm her, du Arsch, ey. Steckt der sich hier oben? Jetzt bringen wir es zu Ende. Das ist auch noch eine Tussi. Ja, ist das. So. Dir nichts hier. Könnte mal langsam ein paar bessere Klamotten gebrauchen. Aber irgendwie haben die Leute hier nichts. Die haben nur so altes Gerümpel an. Da ist noch ein Wohnbereich. Okay. Kann ich erstmal nach da oben gucken? Das ist auch nix. Haben wir hier. Ah, noch eine versteckte Truhe. 9 Gold. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Guck einfach mal. Aber ich glaube, aus dem Wohnbereich bin ich gekommen. Das heißt, das müsste dann da theoretisch die andere Tür gewesen sein. Untergeschoss. Ich gehe da jetzt einfach mal weiter. Mehr als falsch sein kann es nicht. Vielleicht muss ich ja doch noch mal irgendwann hier rein. Keine Ahnung. Irgendwas? Nein. Ist aber trotzdem sehr ruhig hier drin. Zu ruhig, das gefällt mir nicht. Dafür, dass er angeblich so viele befreien, dem ruhig. So ein paar dumme Spinnen. Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, mehr haben sie nicht drauf, genau. Was ist das hier? Ist da jemand? Gehört? In die falsche Richtung. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Jetzt gehört ihr mir. Gut. Komm raus hinter der Säule, Junge. Oder Alte, was auch immer du bist. So, das Ding mal aktivieren. Ups. Oder auch nicht. Hm.
Würdet ihr vielleicht auch mal wieder aufhören, da rumzukraspern, die komischen Pfeile? Soll ich jetzt wirklich nochmal da hoch und die wieder deaktivieren? Scheinbar. Ja. Auch gut. Wieder so ein großer Raum. Oh, hier ist keiner. Seltsam. Kein Mensch da. Was ist denn da hinten? Muss ich nachher auch noch Sachen fürs Abendessen holen. Nein, ich hungere ich. Wir. Ich? Nein, das ist meine Wahrheit, ich. Wir. Ja, ja. Na, was? Hier drüben. Wer? Und wie viele sehen die sich gerade gar nicht? Da muss aber noch einer. Ich habe mich vorhin mit den Pfeilen schießen sehen. Versteckt er sich irgendwo? Na, freundlich kriege ich auch noch. Schild brauche ich nicht. Ah, jetzt kommt er doch hier. Na? Oh. Der Controller ist gleich leer. Moment, ich muss mal eben anstapseln. So. Aus, gut. Der hört nichts. Oh, schon wieder diese scheiß Dinger. Interessieren sich gar nicht für mich, die gehen alle immer auf meine Begleiterin los. Ich auch noch mit. Ich weiß nicht, ob ich den Hebel da betätigen soll oder nicht. Uah, aua. Ja, vielleicht auch doch. Uah. Ich wusste es. Schrott hier. Ist hier oben noch irgendwas? Was ist das hier? Nee, da spring ich nicht runter. Boah. So.
Was ist das? Ein Maschinenraum? Oh, du bist, Alter. Ich dachte, da kommt wieder einer von den komischen Befallenen. Was war das wieder? Wow, ich sollte mich mal heilen. Aua. 60 Sekunden, ja, nehme ich mal rein. Das benutze ich, ja. Schon dabei sind. Nein, nicht Krankheitsheilung. Das da. Reichen. Wie soll ich denn hier aufleveln, Frau, wenn du die alle vor mir mal umhaust? Die lässt mich hier nicht mal irgendwie die Viecher vernünftig umhauen. Oder ich verfehle sie ständig, weil ich Panik habe, dass ich sie umhau. Oh, Studierzimmer. Was haben wir denn hier? Hier ist wohl niemand mehr. Ach, schon wieder so eine Sphäre. Also viel Interessantes ist hier ja wirklich nicht. Wieder ins Untergeschoss? Hä? Ja. War ich hier nicht gerade schon? Ich sage, diese Zwergenruinen, die sind echt verwirrend. Sind mir die Nordgräber doch lieber. Keine Ahnung, ob es da weitergeht. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Okay. Na gut, jetzt bin ich halt wegen 2 Gold hier hintergerannt. Auch gut. Raya ist schon wieder verschwunden. Nee, da kommt sie. Oh, doch nicht. Wer? Habt ihr nicht drauf? Ja, ist geil. Jetzt, wo die verschwunden ist, kommen hier 4 von den Affen angerannt. Ich bin jämmerlich oder ihr? Mich schon wieder heilen wegen den Idioten. Mir futter mal das ganze Brot. Ja, reicht.
Wo steckt meine Raya? Du auch noch. Weg mit euch. Die einen, die sind unter die Bank gefallen. Ui, der ist ein bisschen besser als meiner. Anziehen. Moment, die hauen wir erstmal wieder da rein. Oh, mehr ist hier wohl auch nicht. Gut, dann eben weiter. Ich traue dem Braten nicht, das ist mir echt zu ruhig hier drin. Ist nix. Wahrscheinlich dann ein Haufen von diesen Idioten beim Boss selbst noch dabei. Was ist das hier? Arcanex. Wo ist Raya? Oder ist die tot? Keine Ahnung. Das sind lauter solche komischen Konstrukte. Spinnen und Sphären und was weiß ich. Na komm. Komm, Spinnchen, du auch noch. Noch irgendeiner ohne Vorschein? Sieht nicht so aus. Nur eine Spinne. So. Super, die eine ist hier drüber geflogen. Ah, ich krieg's ja doch. Bringt aber nichts. Aber ich hoffe, die Drulla ist jetzt echt nicht tot. Ich brauche die doch beim Boss. Eventuell.
Bei Orchindor. Sofern ich den mal hier irgendwann finde. Achso, Quecksilberader brauche ich nicht. Wow. Was ist denn für ein Riese? Zwerg, Centurio. Ei, aua, 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 heiß. Aha. So viel zu dem Thema. Ui, Shake. Kann ich das auch benutzen? Boah, leider. Leider nicht. Aber was hat mich hier gerade entdeckt? Irgendwas hat er mich gerade entdeckt, ich weiß noch nicht was. Ja, aber die Dinger sind geil, die will ich auch benutzen. Manu. Lass mich die benutzen. Mensch. Unfair. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Lass dich doch mal treffen, du scheiß Spinne. Ja. Du Mistvieh. Hallo? Spinne? Ja, geht doch. Jetzt langsam wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel mit mir schleppe. Gibt's nix. Irgendwas. Nee. Ja, so ein Riesenraum. Wieder ist kein Mensch drin. Strange. Ich sage, ich traue dem hier echt nicht. Ist da jemand? Ach, da ist er schon, Orchindor. Was macht er denn jetzt? Da hinten. Portet er sich einfach weg, der Arsch.
Okay. Das war jetzt auch einfacher als gedacht. Aufzugsschlüssel. Realität und andere Irrtümer. Ah ja. Aha, aha, aha. Nee. Sakraler Vulkanglasdolch. Schick. Kann hier aber nichts mit anfangen. Und das war's hier drinne schon, oder was? Der ganze Aufwand für so einen Pillepalle-Boss. Na gut. Also manchmal ist das doch schon etwas enttäuschend dann. Kämpft man sich hier durch so ein Riesengebirge, so ein Riesengebäude. Und dann für einen Boss, der mit, ja, quasi zwei Schlägen tot ist. Naja, gut. Hier ist nichts mehr. Seltsam, seltsam. Okay, auf jeden Fall wäre das auch erledigt. Und das war ja auch wieder. Hast du dich irgendwo verlaufen, Frau? Okay. Na, hier oben geht's nicht weiter. Okay, da ist der Eingang. Und naja, was soll's. Wo muss ich denn jetzt hin für die Quest? Da hoch. Ne, da bin ich. Ne, wo bin ich denn? Da bin ich. Da hoch muss ich. Was hab ich hier noch? Festung Nordwacht. Barbas. Aha. Auch Turmchance. Was muss ich denn da machen? Ah, okay. Das ist das mit dem kleinen Mädchen. Na doch, ein gutes Stück weit weg. Jetzt muss ich jetzt mal wieder einen Weg auf den Berg da hoch finden, um die Quest abzugeben. Irgendwie. Mal schauen. Kommt Raya wenigstens mit, ja. Luke, wer bist du denn? Mit euren Scheiß Viecher nicht mehr.
Boah, bleib stehen. Na, wenigstens noch ein paar Tränke. Hier muss doch irgendwie einen leichteren Weg hochgeben. Ist hier wirklich querbeet ein und irgendwo da hochkraxeln? Ich bin doch kein Bergsteiger. Leute. Naja, was soll's. Ist ja vielleicht das letzte Mal, dass ich da hin muss. Boah. Scheiß Viecher hier. Ui, kritischer Schlag gegen Raya. Ups. Tut mir leid, dich wollte ich eigentlich nicht killen. Beziehungsweise angreifen. Was war das jetzt? Achso. Irgendwelche Vögel. Okay, dann geht's ja noch. Ihr braucht etwas? Können wir mal mit Perite sprechen? Die Dämpfe nehmen ab, sind aber noch nicht verschwunden. Atme tief ein. Perite redet, wenn er es für angemessen hält. Okay. Gute Jagd. Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung. Und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Okay. Und wie geht es jetzt weiter? Geht nun. Sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Später. Was wird aus den Befallenen? Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Alles klar. Also gut, lebt wohl. Die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. Okay. Und du, erzähl mir mal etwas über Perite. Er ist der Eitre in der Wunde. Oh, anständige Leute rüpfen ihre Nase. Aber es ist Eiter, der faulige Körpersäfte verzehrt und das Blut erneuert. Ich bete Perite an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Okay. Dankeschön. Das wäre somit auch erledigt. Was können wir dann als nächstes noch machen? Totenkrähenfelsen. Keine Ahnung. Reach, Lager der Sturmmäntel. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück nach Markarth. Gib da nochmal ein paar Quests ab und kümmere mich mal um diese andere Spinne. Nimhe, oder wie sie hieß, keine Ahnung.
Lalalala. Mal gucken, ob ich als nächstes zum Totenkrähenfelsen gehe. Ich bin der Meinung, das war wieder so ein Scheißding. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird da gerade eine Leiche liegen. Bin mal gespannt, wann hier die Drachengräber noch aufgehen. Sind ja doch noch einige, die zu sind. Immer mal wieder verstreut. Wollte ich nicht. Oh. Zwei Klingen. Haha. Da sind aber noch mehr. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Schon mal alles mit. Ich noch mal ein bisschen heilen. Ich habe immer noch zu viel Zeug. Habe ich zwei. Hier unten noch irgendwas. Das hier und... Oh. Das wird reichen. Ach, da ist eine Ziege. Ziegen, die sind sauer. Ach, lass doch die armen Ziegen in Ruhe, Frau. Haben noch nichts gemacht. Ich will mich schon nicht angreifen, nur keine Panik. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Der andere. Warum regen sich alle so auf? Wenn Abgeschworene kommen, wird der Jarl sich schon um sie kümmern, richtig? Hallo. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Leider. Leider kann ich jetzt nicht spielen. Ich habe zu tun. War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Wir Alten? Wer ist denn hier alt, Fräulein? Pass bloß auf, wie du mit mir redest. Ja. Ich habe euch nicht viel zu sagen.
Es sei denn, ihr seid hier, um nach Metall zu Niemand in Slackward arbeitet härter als ich. Ich bin besser als jeder Mann. Was? Habt ihr schon gehört? Pavo wurde aus seiner Mine vertrieben. Ja, und ich würde gerne ja Pavo Bescheid sagen, dass die Mine wieder sicher ist, aber wo ist der? Ja, ja, die Alten. Geht nicht nach Kolskegger. Es ist dort nicht sicher. Und da ist Pavo. Die Kolskegger-Mine ist verloren, mein Freund. Die Abgeschworenen haben dort jeden umgebracht. Ja, aber in der Kolskegger-Mine befinden sich keine Abgeschworenen mehr. Die habe ich nämlich Ihr gekillt. Habt sie verjagt? Ganz allein? Ja, naja, so Dank. Halb. Wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Hier, das ist für euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Dankeschön. Also gut. Tschüss. Dieses Amulett, das tragen doch Nord, wenn sie heiraten wollen. Mit eurer Stärke solltet ihr keine Probleme haben. Seid ihr an mir interessiert? Ihr seid stark, schlau. Es würde mich mit Stolz erfüllen, den Herausforderungen des Lebens mit euch gemeinsam trotzen zu dürfen, wenn ihr das auch wollt. Soll ich den heiraten oder nicht? So ein Bretone und ein Ork? Gibt doch bestimmt eine nette Mischung, oder? Na, ich lasse es erstmal. Wenn das euer Wunsch ist, möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Freund, ich bin kein Kerl. Was denn jetzt? Nein, nix ist. Nichts von dir will ich gerade. Nee, die meisten Frauen würden eher sterben als graben. Aber ich muss eine Tochter großziehen. So. Jedenfalls schon mal eine Quest weniger. Beziehungsweise jetzt eigentlich zwei. Was haben wir hier noch? Ja, mein Pferd ist ja tot. Aber ich darf das hier dann gleich nehmen. Hahaha. Haben sie denn mittlerweile die ganzen Leichen hier mal weggeräumt? Scheinbar. Ich habe gehört, dass ihr mit diesen Abgeschworenen aus der Sidna-Mine ausgebrochen seid. Habt ihr eine Ahnung, wie viele gestorben sind? Versucht nicht, mit mir zu feilschen. Kauft etwas oder verschwindet. Kommt wieder vorbei, wenn ihr mehr Fleisch braucht. Ja, ja, ja. Alles klar. Umgebungskarte. Wo müssen wir denn hin? Das ist der Festung Halle der Toten. Ja. Sofern ich den Weg finde, gehe ich jetzt zur Halle der Toten. Ich nehme nochmal mit. Ups. So. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Ja, ja, ja. Blut und Silber. Die Silberblutfamilie ist so gut wie tot, aber ist egal. Wo sind jetzt die Halle der Toten? Nur ein Stück weiter. Hier irgendwo. Ah, ne, da geht's wieder in die Ruinen. Was haben wir hier? Halle der Toten. Ja, mit dieser Kannibalen-Tussi hier. Das ist auch irgendwie so eine, naja, makabre Geschichte. Festung Unterstein. Wieso bin ich da nicht direkt in die Festung rein?
steht noch der Priester. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Was da genau geschehen ist, das wirst du gar nicht wissen, aber die Halle der Toten ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Mhm. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Amulett von Arkay. Endlich mal. Arkay schütze euch. Dann kann ich noch eine Quest abgeben. So, und jetzt zu Nime. Eine Sekunde. Also, musste gerade mal ein bisschen mit den Kindern meckern. Oh, was haben wir denn hier drin, Schönes? Lauter Trimmerteile. Brauche ich nicht. Zumindest nicht jetzt. Na, irgendwas? Salz. Schleppt doch eh schon wieder zu viel mit mir rum. Nipsa. Sah auch nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Ja, nicht wirklich, oder? Nö. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht wieder so ein billiger Scheiß ist. Mit der Spinne. Aber was will man von Nebenquests schon erwarten? Das ist in der Regel eigentlich nie großartig was Besonderes. Haben wir doch schon eine Spinne. Ist das die? Wirklich? Nee, das ist eine normale. Noch eine? Noch mehr. Voll zwischen die tausend Augen. Was liegt denn da oben drauf? Irgendein Trank, aber da komme ich nicht hin. Mädchenkeule und eine Kartoffel. Uah. Alter Schwede, ey, ich bin echt viel zu schreckhaft. Sag mal, was fliegt denn hier eigentlich alles für ein Scheiß rum? Okay. Ja, runter. Hab ich doch eben schon gesehen.
So viel zu Nimher. Superb. Superb. Ich wollte jetzt eigentlich nicht alles nehmen, aber okay. Na, geh mal weg. Salonia, wir haben einige Forscher am Hals, die nicht 4 Schritte laufen können, ohne etwas zu untersuchen. Und sie kämpfen etwa so gut, wie man sich das vorstellt. Wahrscheinlich schlechter. Wenigstens ist Strom in der Magie ein wenig versiert. Aber keiner von ihnen kann ein Schwert schwingen. Erch und Krak scheinen etwas im Schilde zu führen. Darum muss ich ein Auge auf sie haben. Aber Staubs versicherte mir, dass sie vertrauenswürdig sind. Aletheus. Okay. Ich habe da irgendeine Quest jetzt bekommen. Was soll ich denn hier machen? Berge Stroms Tagebuch. Sonst noch irgendwas? Das ist genau weg. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Nur ein Zell. Und die nächste Zwergenruine. Oh, was seid ihr denn für welche? Ach, die Falmer sind das. Okay. Na komm her, Freund. Haha. Der lebt ja noch. Na, jetzt nicht mehr. Soll ich jetzt wirklich hier jetzt das ganze Ding noch machen oder soll ich erstmal wieder rausgehen und... Ach nein, den Bogen wollte ich nicht. Gucken, was ich sonst noch machen kann. obwohl der ist stärker als... Ne, ist er nicht. Weg damit. Schon sagen, der ist doch nicht stärker als meiner. Komm her, du Schleicher. Ich bin besser im Schleichen als du. Da unten bist du falsch. Einer rennt immer noch irgendwo nach da unten und sucht uns da unten. Naja, gut, wenn er meint. Soll er mal suchen. Der Stuhl ist hübsch. Ne, ist wieder ein anderer. Aha. Der scheint wirklich stärker zu sein als meiner, aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier.
Ups. Okay, dann fall eben runter. Auch gut. Gottchen, ey, diese scheiß Schlösser. Warum gehen die eigentlich immer erst auf, wenn man meckert? Was ist denn das hier? Das ist ein Pfeil, der im Wasser schwimmt. Gut, hier geht's wohl nicht weiter. Dann wieder hoch. Oben nochmal gucken. Wo war das jetzt? Ist hier runter? Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Nee. Wo war denn jetzt diese scheiß Tür zur Unterkunft? Ah ja, genau da, wo der Halbtote saß. Oder Tote saß. Ui, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Hallo Badge. Wieso trage ich so viel? Was habe ich denn jetzt schon wieder aufgenommen? Ja, schon wieder so ein dummer Bogen. Boah, du bist ganz schön schnell, Freund. Aber jetzt nicht mehr. Ich frage mich, für was ich überhaupt diese ganzen Gifte und so weiter mitnehme, wenn ich sie eh nicht benutze. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ja, nutzen wir mal. Egal.
So. Uah! Sagt bitte nichts. Ich trappel in eine Falle, sehe sie noch und erschreckt mich trotzdem. Eieieiei. Muss ich mal selber lachen, ja. Na bist du. Ben. Wieso nimmt die das jetzt hier eigentlich alles automatisch auf einmal? Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich weiter zu dokumentieren, über den wir gestolpert sind. Ich schreibe dies nach bestem Wissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Thema ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was das alles ist. Der Baum. Bei den Neuen, ich kann den Zweck dieses Baums nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißlauf zu stammen, aber warum und wie er hierher gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein, aber bei der prachtvollen Umgebung könnte es sich auch um eine Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Wohnbereiche. Bei einer näheren Untersuchung des Bereiches sieht es so aus, als beherbergte dieses Bauwerk zwei Clans oder Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen. Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt? Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen, wenn wir mehr von der Stadt entdecken. Hoffentlich enthalten einige davon nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen und wenn die Expedition zurückkehrt, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesem Bereich der Ruinen haben sich allmählich Falmer zurückgeschlichen. Gut, dass ich hier nicht alleine bin. Wir haben einige der Bereiche abriegeln können, aus denen die Falmer vermutlich eingedrungen sind, aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten, aber wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Tja. So ist das hier halt. Kenne ich schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch eine neue Quest gekriegt. Ich muss jetzt da... Nein, ich will keine Gabel haben. Und eine Säge auch nicht. Noch weitere Tagebücher finden. Keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht auf jeden Fall noch ein toter Falmer. Mit Vampirstaub. Wo auch immer der Vampirstaub her hat, aber okay. Ja, noch irgendwas. Ja, heute ohne Gabel unterwegs, ausnahmsweise. Ich habe mich echt am Sonntag gewundert, als ich da so ins Inventar geguckt habe. Hä, wo kommt denn die Gabel her? Keine Ahnung. Ja, hier eine Leiche. Kaiserlicher, ja, war ja klar. Kaiserlichen halten ja sowieso nichts aus. Boah. Was ist denn hier? Nein, ich verzichte, danke. Starke Anfälligkeit für Feuer, da ist doch noch irgendein Gift des langen Leidens. Und ich habe schon wieder zu viel. Meine Güte, schon wieder Essen. Oh, passt. Auf jeden Fall ist hier hinten schon mal nichts mehr. Gut. Was haben wir hier noch? Ja, du hässlicher Vögel. Wow, da ist noch eine Spinne. Ja, kümmert du dich mal drum. Oh,
Aber die Möbel gefallen mir hier von den Schwämern. Die sind echt hübsch. Die Stühle und Bänke. Die haben meiner Meinung nach doch einen guten Geschmack gehabt. Auch wenn sie ausgestorben sind, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch irgendwann mal erfährt, wieso die ausgestorben sind. Keine Ahnung. Okay, hier ist auch nichts. Ah, da war doch... Waren hier nicht auch irgendwo Betten? Ich müsste mich schon mal wieder schlafen. Steinbett. Oh, eine Kommode. Könnte ich auch mitnehmen. Nein, der bleibt aber auch da. Fehlt nur noch ein kleines Messer oder sowas. So, erstmal schlafen hier. 8 Stunden. So. Hier war nirgendwo mehr was. Also wieder runter. Drüben ging es ja auch noch weiter. Genau. Deswegen sage ich auch immer, 8 Stunden Schlaf Minimum. Ah, in den Arsch geschossen, ganz spät. Och mein Gott. Trage ich schon wieder zu viel. Ja. So. Ich erhöhe ständig die Ausdauer. Und trotzdem trägt die immer noch zu viel mit sich rum. Das ist echt unglaublich. Es reicht immer noch nicht. Mal hier. Oh, ich habe 2 Hände der Verbrennung. Wieder irgendein Trank. Wunderdruck des Ritters. Aha, aha, aha. Sonst ist hier nichts. Gut. Aber hier ist wenigstens nicht ganz so tote Hose wie in dem Ding, wo ich eben drin war, mit den Gefallenen. Ist das schon alles? Ups. Nein, Gift nehme ich jetzt keins mit. Shit. Hab genug Gift. Und ich trage trotzdem schon wieder zu viel. Ich wusste gar nicht, dass Ohren solches Gewicht haben. Wie haben die denn? 0,2 Kilo. So rum. Eieiei. Die schwere Ohren, die fallen mal. Ah, da steht noch einer rum. Ich habe dich schon gesehen. Komm her, Freund. Aha. Und da wieder so ein Rattenvieh. Das sind wahrscheinlich denen die Raustiere, ne? Einer kommt da noch. Halt doch mal still. Hm.
Skiva. Vielleicht hätte ich doch mal draußen erst irgendwo was verkaufen sollen oder so. Oder wieder mal ein paar Netz verbrauchen. Keine Ahnung. Jetzt ist es eh egal. Jetzt bin ich schon mal hier drinne. Nichts mehr. Lalalala. Da ist eine Tür, da geht's auch weiter. Ist hier irgendwas? Ne. Jetzt mal hier hinter. Ach, da, die Truhe. Brauche ich alles nicht. Sag mal, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Der hat den bösen Blick, wie ich gesagt habe, von dem Vater. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist Sackgasse. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Und hier hinten ging es da auch nirgendwo weiter, oder? Bin ich jetzt doof? Nö, hier ist nix. Jetzt geht diese Sucherei schon wieder los. Juhu. Da lang. Oder muss ich vielleicht doch da unten da am Wasser weiter? Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal. Bevor ich den Weg überhaupt wieder hinfinde. Ja, doch, da. Da lang, ja. Ein Schuhanzell. Oder war das hier runter? Was ist jetzt hier oder da drüben runter? Ich weiß es auch nicht mehr. Ah doch, hier bin ich richtig. Okay. Na, das war ja ganz easy. Aber wohin jetzt? Da drüben, das ist der andere Weg. Hier, wo nix. Was ist da oben? Irgendwas, was ich abknallen kann? Ah, hier ist eine Tür. Waffenkammer. Aha. Was? Ja, genau, was? Ich weiß es auch nicht. Lass mal hier gucken. Nein, danke. Das ist das hier. Ich guck echt über die. Ich hab's gewusst. Direkt Entwicklung. Der guckt auch. Mädchen oder Junge? Ja, nein, das hat mir aber noch nicht gesagt.
ein Etwas. Ein S. So, Kollege, aber du hast mir immer noch nicht erzählt, was, sind das, was das kleine Lebewesen da ist. Ein Mädchen oder ein Junge. Und einen Namen hätte ich gern, bitte. Wie dumm von mir, so schnell hier hindurch zu laufen. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, das hintere Tor aufzubrechen. Ein paar Stunden, okay. Vielleicht spende ich einen Becher oder zwei. Aber Krag sagt, er kennt ein paar private Käufer, die für ein funktionierendes Schmuckstück gute Preise zahlen würden. Hier drin muss doch eins sein. Die Seitentüren sind alle verschlossen, aber in dieser Truhe sind sicher ein, zwei wertvolle Dinge. Wenn ich hier rauskomme, kaufe ich mir ein Schloss. Ja, das war's dann auch schon wieder. Aber wenigstens schon mal ein Tagebuch gefunden. Na gut. Was ist das hier für eine Truhe? Schworenes Schwert kenne ich schon. Dafür will der sich ein Schloss kaufen? Für das bisschen? Ja, geil, die Sache, sind wir mal ehrlich. Na. Gut. Bleibst du vielleicht mal stehen? Nein. Weiß nur, also da stimmt nicht. Nein. Schlafen. Ey, jetzt lass dich doch mal durchsuchen hier. Die darf ich nicht durchsuchen. Darf ich nicht reingucken? Da genauso wenig. Ja, eine rollt ja immer noch. Auch gut. Das ist wieder ein Expertenschloss. Es kann sich wieder um Stunden handeln, aber ich habe ja genug Dietriche. Nein. Geht doch. Warum nicht gleich so? Zwergenrüstung, Zwergenhelm, Zwergenhandschuhe, Zwergenstiefel. Mehr ist hier nicht. Ich sage ja, dafür will der sich ein Schloss kaufen. Ich darf den immer noch nicht durchsuchen. Na gut. Das geht so auf. Rolle der Hysterie brauche ich auch nicht. Da haben wir irgendeinen Raum. Ich erst mal hier rüber, mal gucken, was hier noch so ist. Ja, genau, lass dich mal rösten, du auch Spinne. Danke sehr, aber ich glaube, hier geht's weiter. Ah, ja, doch, erstmal da vorne bleiben. Was auf der anderen Seite noch ist. Da war nämlich auch noch eine Tür. Experte wieder. Wenn das mal mit allen Schlössern so einfach wäre, wie jetzt hier ausnahmsweise mal mit denen. Das wäre schön. Aber nee, die meisten zicken rum und was weiß ich. Keine Ahnung. Hier noch irgendwas? Nö. Nee, ist hier nicht. Okay.
Dann eben doch noch da. Was haben wir denn hier? Da geht's auch nochmal runter. Da steht wieder ein Falma. Aha. Muss ich gar nicht da hinten zu verstecken. Okay. Hier geht's nicht weiter, da geht's aber runter. Hier, wo ich reingekommen bin. Okay. Na gut. Dann eben weiter hier. Ich traue diesen komischen Geräuschen hier nie. Berge Krags Tagebuch. Ich wusste, wenn wir tief genug graben würden, würden wir schließlich auf neue Ruinen treffen. Markart ist eine Stadt, die auf einer Stadt erbaut wurde. Von frühen Fundstücken wissen wir, dass der Name der Stadt Nuancel lautet. Aber darüber hinaus liegen uns nur wenige Informationen vor. Uns wurde aber eine Begleitung abgestellt und morgen begeben wir uns in die eigentliche Stadt. Erst ein Tag und schon vermisse ich meinen Schreibtisch und meinen Stuhl. Ich dachte, die Erforschung würde mehr Spaß machen, aber bisher kämpfen wir nur gegen Spinnen und erhaschen gelegentlich einen Blick auf einen Geröllhaufen. Hoffentlich kommen wir bald zur Hauptruine, damit wir ein Lager aufschlagen können und ich anfangen kann, ein paar unserer Fundstücke zu katalogisieren. Vorhin haben wir die Waffenkammer gefunden und Erch ist zurückgeblieben, um einen Weg in die Hauptschatzkammer zu suchen. Wenn jemand das Schloss öffnen kann, dann er. Wir sind weitergegangen und haben uns hier für die Nacht eingerichtet, da die Wachen sagen, dieser Ort sei leicht zu verteidigen. Ich habe trotzdem für alle Fälle ein paar Runen platziert. Okay. Naja, leicht zu verteidigen, deswegen seid ihr auch alle tot, oder wie? Lesen Sittis? Nö. Ach Gott. Hier ständig überlagen ist, echt. Ja, zieht ihr nochmal ein paar Koteletts rein. Frau. Backkartoffeln. Nehme ich mit. Okay, hier ist auch nichts. Wo geht's denn da hoch? Nein, da springe ich jetzt nicht runter. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich dann wieder hier zurückkomme. Deswegen gucken wir erstmal hier rein. Das ist die Schaltzentrale. Oh, alles klar. La 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 la. Wen haben wir denn da? Wieder einen kleinen Falmer. Komm, du auch noch. Hier bin ich. Aha.
fallen. Ja, da haben wir wieder zwei. Aber die haben schön viele Mats hier. Das gefällt mir irgendwie. Aber das ist auch der Grund, warum ich dann ständig überladen bin. Ich alles Mögliche an Mats wieder mitschleppe. Nur um Alchemie zu skillen, was ich eh nicht benutze, aber egal. Okay. Staubin! Nächstes Tagebuch. Nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Nuancell. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch! Nuancell vibriert vor Leben, aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinab gelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit dem Studium des Baums außerhalb der Wohngebäude verbracht, können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem der Schüler zurückbleiben, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon darauf, seine Notizen zu diesem Thema zu lesen. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Zwergensachen haben die Falmer dank der robusten Zwemer-Schlüssel noch gar nicht gefunden. Ersch sagte, er könne in die Schatzkammer eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht. Aber wer hätte damit rechnen können, dass nur sie alleine Markert gesichert haben? Moment. Nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Falmer haben uns beobachtet und sind unseren Eindringen schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, während wir schliefen, und töteten die verbleibenden Wachen. Meridia, vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen, aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Zu viele konnte Schalter nicht drücken. Okay... Hä? Zu viele? Da ist doch gar nichts. So tote Hose. Und was für ein Schalter. Naja, mal weitergehen. So ist nix. Sphäre. Noch eine hinter mir. Warum kommen diese Mistviecher eigentlich immer Doppelpack, wenn meine Begleiterin wieder mal irgendwo auf Wanderschaft ist, aber nicht bei mir? Ei. Hau ab, du Scheißvieh. Aua. Weg mit dir. Die darf ich wenigstens durchsuchen, im Gegensatz zu den anderen. So. Was für ein Schalter. Ui, ist wieder ein Falmer. Eben nicht. Gut. Aha. Wahrscheinlich der Schalter hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Deswegen werde ich mich vorher noch mal heilen.
Was habe ich denn hier? Ah. Sind ja sehr gesund, auch wenn es mal eben 43 Stück am Stück sind. Ein paar Süßkuchen hinterher, genau. Schwarzdornmet. Und Äpfel, lecker. Na, das ist doch mal eine Kombination, oder? Da blüht einem richtig das Herz auf. Okay. Das ist ja wirklich sehr viel passiert. Also, Wahnsinn. Ich bin voll geflasht. Einfach nur eine Tür aufgegangen. Wow. Geilste Special Effect ever. Eine Tür geht auf. Und hier noch nichts mehr. Auch gut. Und mehr ist hier jetzt nicht, oder was? Das alles für so einen billigen Scheiß. Wie immer. Ganz toll. Es gibt ja wenigstens noch Dungeons, wo wirklich dann noch mal was abgeht zwischenzeitlich, aber hier... Das ist momentan einfach nur... Wow! Stupides Erkunden! Das sind so ein paar dumme Spinnen, die hier wieder mal auftauchen. Und nerven. Hau ab! Wow! Genau, gib mir einen Stromschlag. Bleibe ich wenigstens wach. Oh, waren sie das? Noch eine. Was mit dir? So, auf jeden Fall scheint hier drinnen wohl sonst nichts mehr zu sein. Ja, okay. Dann kann ich auch wieder rausgehen. Wuhu. Sofern ich den Weg raus wieder finde, heißt das. Was geht denn da ab? Na. Gibt's da? Ich kann euch nicht besiegen. Wow, ich komme nach dem Freund. Holla, die Waldfee. Wieder so ein scheiß Centurio hier. Weg mit dir. Kommt ja auf einmal hier angewatschelt. Ich glaube, Spinne. Ja, mitnehmen. Was ist denn? Wo kommen die denn auf einmal her? Die lagen doch eben noch nicht hier. Ja. Okay. Ach ja, ich habe ja das Gebäude hier wieder zum Leben erweckt. Aufpassen. Wegen diesen komischen Statuen oder so. Dass die nicht auch noch zum Leben erwachen. Nein, da unten ging es nicht weiter. Nicht auf die Pfeile trampeln, bitte. Danke. So. Ja.
Ich glaube, hier hätte ich auch schneller hinlaufen können. Naja, ist egal. Ich bin jetzt hier wieder raus. Ich habe zwar eigentlich voll daneben getroffen, beziehungsweise daneben geschossen, aber trotzdem getroffen. Naja, hat doch was. Auch mit dir. Och, och, och. Geht's denn jetzt hier hoch? Nein, war nicht. Hallo? Ja? Ja. Huch. Den nehme ich noch mit. Noch irgendwo welche. Zwei Stück noch. Das sind diese kleinen Falmer. Ups. Oh ja, wenn du am Weg stehst, Bruder. Du hast Raya umgebracht. Ein Drecksack. Oder wo ist die? Nee, da. Headshot. Aha. Headshot beide Beine ab. Wo geht's hier jetzt wieder raus? Da geht's nur weiter runter. Huch. Dann gehen wir eben hier hoch. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Erschöpft von mir aus. Das nehmen wir auch noch mit. So. Oh, ach ja, gut. Das war der Ausgang. Da hätte ich es mir jetzt auch wieder mal einfacher machen können. Naja. Egal. Hatte ich hier eigentlich noch irgendwo was vergessen? Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht so aus. Nö. Sind die ganzen anderen Spinnenviecher hier? Gesehen. Heiltrank. Meiner. Noch mehr Interessantes gibt es hier jetzt wohl nicht. Erstmal.
Was? Ja, genau, was? Was auch immer. So, Opa, wo bist du denn? Ich bin mit meinen Studien Die Artefakte, die ich in Nechuan-Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Ja, mag sein, aber ich habe erstmal Nimhe getötet. Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Mhm. Dankeschön. Ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden. Zeigt mal. Zumindest Tagebücher. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Hier, normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. Okay, vielen Dank. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. So, meine Lieben. Da wären wir dann gut auch schon zu sehen, wieder. Dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ja, Calcimo, alles klar. Da wären wir hier jetzt am Ende unseres heutigen Parts angekommen. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid morgen. Und ich wünsche euch natürlich auch noch einen... Was gibt es denn? Boah, Alter, kannst du jetzt mal die Klappe halten? Ich rede hier gerade. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Achso, ja doch, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Kommt gesund durch den Abend, auf dem Heimweg, wie auch immer, wo ihr seid, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns morgen. Bye, bye.